Eine Wortwolke ist eine spezielle Darstellung eines Textes. Dabei werden Wörter, die besonders häufig vorkommen, größer dargestellt. Mit wortwolken.com hast du ein einfaches Tool, mit dem du selber solche Wortwolken herstellen kannst. Es ist gratis, allerdings musst du leider Werbung in Kauf nehmen. Wenn du die Seite aufrufst, so hast du hier schon einen Beispieltext. In diesem Fall ist er als Apfel dargestellt. Und jetzt wollen wir einen eigenen Text einfügen. Das kannst du tun über Text bearbeiten, hereinkopieren. Da kannst du einen eigenen Text oder einen, den du im Internet irgendwo gefunden hast, kopieren und hier einfügen. In diesem Fall aber kopieren wir nur die Adresse einer Internetseite. Ich habe hier einen Artikel zu Geologie in Wikipedia gefunden. Geologie, das nimmt uns jetzt Wunder, was das eigentlich heißt. Ich kopiere diese Adresse, nachdem ich sie markiert habe. Und ganz wichtig, achte darauf, dass hier ein Haken steht bei Stopp-Wörter ignorieren. Dadurch werden und, oder und solche Wörter, also Wörter, die keinen Zusammenhang wirklich mit dem Inhalt haben, weggelassen. Ich wähle jetzt Öffne Link und hier füge ich diese Adresse ein. Ich wähle Akzeptieren und nun siehst du, wird mir diese Wortwolke erzeugt mit ganz, ganz vielen einzelnen Wörtern. Man sieht schon ein bisschen, worum es wohl geht. Es hat mit Gestein zu tun, Geologie. Der Begriff kommt natürlich am häufigsten vor. Es hat mit Erdkruste, nochmals Gesteinen, Schichten und so weiter zu tun. Es hat aber auch merkwürdige Wörter, die wahrscheinlich wenig Zusammenhang haben, wie bearbeiten oder Quelltext. Das sind nämlich Wörter, die in jedem Wikipedia-Artikel vorkommen. Und die interessieren uns jetzt weniger. In der Wortliste können wir einzelne Wörter, die eben keinen Zusammenhang haben, löschen, wie diesen Quelltext oder ISBN. Das ist bei einem Buch eine eindeutige Nummer, hat also auch nichts mit dem Thema zu tun. Bearbeiten nehme ich auch weg. Das hat mit Wikipedia zu tun und nicht mit dem Inhalt. Auch etwa könnte man wegnehmen. Oder anderen. Das sind so Wörter, die nichts zum Inhalt beitragen. Ja, ich lasse das mal nun und wende das an und schließe es wieder. Und du siehst, es hat sich nun ein bisschen geklärt. Es sind eigentlich mehr Wörter jetzt, die offensichtlich eine Bedeutung haben. Ich kann die Größe der einzelnen Wörter noch verändern. Automatisch werden dann gewisse Wörter keinen Platz mehr haben, was aber zur Klärung eigentlich beiträgt. Genauso kannst du die Darstellung verfeinern, indem du den Schieberegler auf die andere Seite ziehst. Du kannst die Abstände noch einstellen zwischen den Wörtern. Und zum Rand. Du kannst die Ausrichtung der Wörter nachträglich ändern, zum Beispiel, dass alle nur horizontal sind oder eben beliebig. Dann haben wir den Umriss. Hier wähle ich mal eine andere Form, zum Beispiel eine Wolke. Es wird automatisch an diese neue Form angepasst. Die Maske kannst du anzeigen oder eben nicht. Das ist also der Umriss, dass der noch farbig angegeben wird. Das Thema ist die Farbigkeit. Da kannst du eine andere Farbgestaltung wählen. Die Farben kannst du auch manuell noch ändern. Für die Schriftarten verschiedene Farben hier noch eingeben.
Du siehst, du hast also verschiedene Möglichkeiten, das Ganze noch zu gestalten. Ich wähle jetzt noch eine etwas sachlichere Schrift. Bevor wir jetzt das als Bild speichern, hier noch die Größe. Da kannst du bestimmen, wie groß das Bild effektiv ausgegeben wird. Je nachdem brauchst du etwas mehr Qualität. 1024 x 7 68 ist eigentlich eine gute Größe, zum Beispiel für eine PowerPoint-Präsentation. Und jetzt also speichere ich das. PNG ist ein gutes Format. JPEG, das kennst du sicher auch. Du hast also verschiedene Möglichkeiten, das herunterzuladen. Ich wähle mal das PNG-Format, gebe einen Titel, wähle Akzeptieren. Und das Bild habe ich hier und kann es weiter bearbeiten, zuschneiden und so weiter. Oder auch in eine Word-Datei hineinziehen. Ein letzter Trick für Profis, falls du jetzt ausschließen möchtest, dass zu viele Wörter reinkommen oder zu viele belanglose Wörter, so könntest du diesen Artikel kopieren. Beziehungsweise ich mache das jeweils abschnittweise, dass beispielsweise so ein Inhaltsverzeichnis nicht mitkommt. Ich kopiere jetzt da so einen Teil mit einem Rechtsklick, kopieren und in Word, siehst du, habe ich da schon begonnen, füge ich diesen Abschnitt weiter unten hinzu. Und anstatt dass ich jetzt einfach nur einfügen wähle, wähle ich hier nur den Text übernehmen. Und so werden all diese Formatierungen und Links und so weiter nicht übernommen. Ich habe nur den reinen Text. Und diesen wähle ich jetzt ganz aus mit Ctrl A oder indem ich alles überfahre. Mit einem Rechtsklick wähle ich Kopieren und zurück in diesem Wortwolken-Tool zeige ich dir noch die zweite Möglichkeit. Wichtig wiederum der Haken drin und Text bearbeiten, hereinkopieren. Da füge ich nun den Text, den ich aufbereitet habe, ein, wähle Anwenden und so wird es ein bisschen weniger umfangreich und etwas gezielter. Ein letzter Tipp, manchmal will man auch das Umgekehrte, man will eher wissen, ob es bestimmte Wörter, die vielleicht ein bisschen langweilig sind, häufig vorkommen, zum Beispiel haben, gehen und so weiter. Dann nimmst du diesen Haken raus und kopierst deinen Text rein und sofort siehst du, welche Wörter du vermutlich zu oft verwendest.